Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft. Heute wieder mit inklusive Forstgeräusche, vorzugsweise von Eggy. Gegebenenfalls auch das ein oder andere Mal von Sophie und vielleicht auch vom Zeltpenner, wenn er sich mal wieder blicken lässt. So, was machen wir? Da haben wir schon das erste Forstgeräusch von XC4. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ich bedanke mich für euer Forzen. Es war mir ein Vergnügen, euer Forzen zu lauschen. Schade, dass ich nicht riechen kann. Oh, das wäre cool, ne? Nee, das hat nicht geklappt, Vanetta. Da musst du früher aufstehen. Wäre das nicht cool, wenn ihr forzen würdet und es würde bei mir stinken? Alter, wäre das witzig. Mal gucken, wann von TikTok eine Meldung kommt. So, was machen wir überhaupt? Warum haben wir denn eigentlich nur noch zwei Dings? Begrüßungsforz. Ja, ist quasi Standard. So, bei Eggy ist das Standard. Und wenn er zu mir kommt, dann frage ich mich eigentlich auch, warum forzt er nicht als Begrüßung? Bitte nächstes Mal aufladen, Eggy, wenn du hierher kommst. Nee, einfach nur eklig. Nein. Was? Hau mal ab, Alter. Forz ist richtig geil. Und dann unter die Bettdecke und dann wedeln so. Ach so. Übrigens mal ganz kurz für die bei Twitch. Morgen gibt es Rollercoaster Tycoon 1. Und ihr dürft bestimmen, wie wir was bauen und wie viel Geld wir dafür nehmen. Also ihr könnt es richtig versauen für mich. Quasi. Komm, wir gehen mal zu den Hühners. Wir müssen ja irgendwas bei den Hühners machen. Bäh. Du weißt, wie geil das ist, wenn deine Partnerin neben dir liegt. Du lässt richtig ein Brett unter der Decke. Und dann haust du die Decke über deine Partnerin und drückst sie einfach runter. Ich bestimme gar nichts, mein Freund. Okay, dann bestimme ich es halt. Ich bestimme, dass du was bestimmst. So. Fertig ist die Laube. Irgendwie stinkt es hier jetzt wirklich nach Kacke. Widerlich, Florian, widerlich. Du bist lebensmüde, wenn du das machst. Es ist ja tatsächlich so, da ich ja kein Fleisch mehr esse, stinken meine... Was mache ich hier gerade eigentlich? Die riechen halt nicht mehr, ne? Die duften halt nicht mehr. Und das ärgert mich ja selber. Aber was soll ich machen? Nichts. Das ist quasi ein warmes Lüftchen. Das war's. So, kommt mal an hier. Ich hab was für euch. Wir müssen ja mal wieder ein bisschen leveln. Also wir werden auf jeden Fall nicht heute noch enchanten können mit 30. Aber ja. Wir sind ja letztes Mal halt gestorben wegen Eggy, ne? Jawohl. Hör auf. Warum? Magst du es nicht, wenn ich über 40 spreche? Mehr Eier essen, dann riechen die auch wieder. Aha! Und wer ist jetzt hier widerlich? Wer ist jetzt widerlich? Lieber widerlich als widerlich. Oh, Junge. Früher Auswärtsfahrt, Fußball, Buletten, Eier gefressen, Bier getrunken, am nächsten Tag auf der Schüssel. Junge, Junge, Junge. So. Aber erzähl doch mal, ist doch scheißegal. Es ist doch völlig egal, was man für ein Thema hier hat, ne? Es ist doch einfach nur menschlich. Pupen ist menschlich. So. So, und dann lass uns doch mal drüber diskutieren. Macht man es in der Öffentlichkeit oder macht man es nicht in der Öffentlichkeit? Ich habe mein Handy bei mir, ja, wollo. So, lass uns doch mal drüber diskutieren. Macht man es in der Öffentlichkeit oder nicht?
macht ihr es in der Öffentlichkeit? Geht ihr vielleicht mit Absicht extra raus, weil ihr furzen müsst und ihr wollt es unbedingt jemandem mitteilen? Kann ja auch sein. Gibt's ja auch einen Fetisch für. Und das meine ich jetzt ernst. Und gleich habe ich nur noch einen Zuschauer, pass auf. Ja, safe. Also du gehst quasi zu Netto und lässt erstmal einen knattern und sagst so, oh, ich brauch gar nichts einkaufen. Ja, ich gehe da mal. Ist dir das so unangenehm? Ist es tatsächlich so, nee, jetzt mal wirklich ohne Spaß, ist es tatsächlich so unangenehm, wenn man über das Thema Furzen spricht? Ist es nicht einfach nur menschlich? Warum ist denn da überhaupt hinter der 14 ein Komma und kein Punkt? So ein Kacklappen, ey. Ist es schon peinlich, nur darüber zu sprechen? Ist es tatsächlich so? Wie ist es denn früher in der Schule gewesen? Penis. Hihi, hat Penis gesagt. Nee, das nun auch wieder nicht, aber trotzdem in der Öffentlichkeit. Ja, ist so. Mir egal, überall. Ja, siehst du, so. Wenn es stinkt, ja, mein Gott, ist blöd gelaufen. Ne? Aber wenn du halt nur mal gerade bei den Nudeln stehst und du musst, dann machst du halt. Was willst du machen? Ist doch ein normales Thema. Zahl keine Miete, muss raus, wenn der Schuh drückt. Ja, ist einfach so. Ist so. Muss raus. Ja, du musst es nicht unbedingt am Essenstisch machen, aber gut, mich stört es jetzt auch nicht unbedingt, aber boah, viel stört's. Mein Bruder hat früher halt auch immer sehr viel hochprozentige Flüssigkeit zu sich genommen. Und am nächsten Tag hat er dann immer seine Heizung aufgedrückt und sein Fenster zugemacht. Und dann hat er immer richtig abgeknattert. Das war dann natürlich auch nicht feierlich, ne? Aber ist okay. Ist, war ja sein Zimmer, ne? Ich hätte ja rausgehen können, hätte er nicht abgeschlossen und den Schlüssel geklaut. So. Darf ich hier mal raus? Danke. Ich könnte noch viele andere Themen ansprechen, die für viele Leute grauzonentechnisch sind. Oder vielleicht sogar schon schwarz. Aber nee. Ja, echt. Es ist tatsächlich so, das hat er. Du hast heute schon gekotzt. Hast du das gehört? Es kann sein, dass man es nicht hört wegen der Musik, LG. Die sind halt relativ leise, die Sounds, ne? Mach die neuen Sounds lieber noch nicht. Ich muss sie erst einstellen. Ich will ja auch nicht, dass ihr da Bytes ausgibt und dann hört ihr die selber gar nicht. So, wir müssen auf jeden Fall aussortieren. Warum sitze ich hier überhaupt so komisch? Hab's gehört, sehr gut. Und das ganz gut, sehr gut, sehr gut. Mandelfresser, ich grüße dich. Leiser als die anderen. Obwohl die tatsächlich alle auf der gleichen Lautstärke sind, aber die Aufnahme ist halt einfach leiser von denen, ne? Du hast es vergessen, meine Mutter hat mich bekommen, als ich 18 war. Warte mal ganz kurz. Ich bin bei YouTube gleich wieder da. Wir packen jetzt mal ein bisschen was weg. Ja, Redline, was ist denn jetzt los hier? Woher kennen wir uns denn jetzt? Kannst du nicht schreien, wir kennen uns und dann bist du weg oder was? Was ist da los? Wie unhöflich ist das denn? Ey, Lucario! Du alte Knitterfresse! Alle schwimmen bei dir oder was? Diriot, Andesit. Ah, okay. Ja, lassen wir da jetzt mit drin. Stein, den lassen wir hier nicht mit drin. Grobe Erde, ja. Guck
Kohle, 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 wie du mir, so ich dir. Komm sehr gerne nachher in deinen Stream rein, ist doch gar keine Frage. Ich verstehe die Frage gar nicht. I follow you, deep sleep, baby. Nein. Oder? Vielleicht hast du ja heute Glück, dass die Spritztour raidet. Der war heute Nachmittag schon online. Dass die Spritztour... Nee, das glaube ich nicht, Eggy. Der hat doch da, denke ich mal, noch zahlreiche andere, die er da eher raiden würde. Denke ich mal. Die Eier müssen wir gleich noch entsorgen. Ich will hier nur mal so ein bisschen noch machen. 100 Leute wäre nice, dann hast du die Aufgabe fertig. Das wäre auf jeden Fall nice, ja. 100 Leute wäre nice. Klar, die hauen alle wieder ab nach und nach, ne? Ein paar bleiben vielleicht auch, ne? Gerade wenn sie von Spritzi kommen und ich mache einen auf den hier, dann bleiben sie vielleicht. Weißt du halt nicht. Ich habe halt keine Klingel. So, was wollte ich ihn holen? Oh Gott. Was wollte ich ihn holen? Zaun. Und da... Und das hat jetzt keine 100 Bits gekostet. Nee, das war kurz ein Test. Ja, man... Es ist die kleine Maschine. Wir machen ab 50. Okay? Ab 50. Boah, ich bin ein bisschen aufgeregt! Ja, jetzt komm hier! Fuck, let's go! Jetzt geht's los, Junge. Ja, das ist die kleine. Zaun. Haben wir hier keinen Zaun mehr? Muss ich da jetzt echt nochmal... Oh. Ist ja duster draußen. Ja, nee, aber recht hast du, Eggy. Klar, so ein Raid mit 100 Leuten wäre schon echt mal cool, ne? Ein paar bleiben, ein paar gucken, ein paar lassen ein Follow da. Und man hat dann halt vielleicht seine Aufgabe erfüllt. Es muss ja durchschnittlich sein, ne? Wenn ich jetzt so zum Beispiel 3 Stunden live bin und ich habe für 5 Minuten 100 Zuschauer, ist es ja nicht der Durchschnitt. Wenn sie gleich wieder abhauen. Schilder. Wir sollten wirklich öfter mal... Was ist denn das? Ach so. Es wusste ich gar nicht, dass es unterschiedliche Schilder gibt. Lass das. Lass das. Triff nicht. Triff wohl. So, jetzt haben wir Holz. Können wir Zaun machen? Okay. Ich muss mir also für diese 39 Stunden auch echt mal was einfallen lassen, ne? Und lade für den Stream extra mein Handy. Jawollo, mache das. Ich wünsche dir viel Spaß. Viel Spaß und so. Okay, ein bisschen Kohle können wir auf jeden Fall hier lassen. Nein. Nein. Für die 39 Stunden muss ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Da muss ich auf jeden Fall wissen, was ich machen will. In dieser Zeit. Hier. Wir können auch spontan sein, ne? Aber nur Spontanität klappt, glaube ich, nicht. Nee. Das wird nichts.
Zaun. Zaun. So.